Wir kommen heute wieder zu einem Blick auf die aktuellen Clicker, Idle und Incremental Games. Also das nächste Spiel heute ist wieder Transport Defender und heute geht es mal wieder richtig zur Sache. Es gibt einiges zu tun und vor allen Dingen ein Sentinel Reset durchzuführen, aber noch ein paar Sachen vorher vorzubereiten. So, als erstes werde ich hier mal, nachdem die beiden, der Sektorbonus sowieso, aber auch der Duration-Bonus inzwischen auf Maximum sind, werde ich hier mal kurz das Quacking-Timer-Protokoll aktivieren, damit er mir einmal den Auto-Timer resettet hat, den Auto-Reset gemacht hat. Den nächsten Reset werde ich voraussichtlich nicht mehr machen, sondern jetzt gilt es dann, ja, sich nochmal mit den Batterien auseinanderzusetzen, weil ich hatte ja schon beim letzten Mal gesagt, ich werde mir das nochmal anschauen, was jetzt die Batterien eigentlich machen und bringen und überhaupt. Und ja, da habe ich schon mal ganz interessante Sachen rausbekommen, die mir beim ersten Mal nicht so klar waren, und zwar dieser Cargo Spend Bonus. Bisher habe ich hier einen Cargo Spend Bonus über die Fähigkeiten, also über die verschiedenen Features, die ich freigeschaltet und aktiviert habe, bisher einen Cargo Spend Bonus von 134%. Das klingt erstmal viel, wenn ich mir aber anschaue, was hier die Batterien ermöglichen, dann ist das nichts im Vergleich dazu. Also ihr seht, 2275% kriege ich hier als Bonus, wenn ich die Batterie jetzt verwende. So, da der Timer jetzt aktuell zurückgesetzt ist, und auch wieder deaktiviert ist, habe ich jetzt, also unbeliebig Zeit, nicht, dass mir irgendein Reset in die Quere kommt, weil jedes Mal, wenn ich eine Batterie wieder rausnehme oder wenn eben ein Reset stattfindet, wird dieser Timer um 1 runtergezählt. Aktuell habe ich halt den Maximaltimer von 10 aufgrund der verschiedenen Updates und ein paar habe ich hier, ich glaube an zwei Stellen, Batterie-Uses ist einmal hier und ich glaube, ich habe noch an irgendeiner Stelle drin. Und dann kommt noch was anderes dazu. Ich habe angefangen mit den Gems zu experimentieren. Ich kann sie weiterhin leider nicht entfernen. Habe aber die Möglichkeit, dort für neue Objekte. Es ist inzwischen so, also ich hatte schon beim letzten Mal mich darüber gewundert, dass die hier keine weiteren Slot bekommen, wenn sie blau werden. Aber bei Lila ist es dann tatsächlich so, da kann ich dann wieder einen zweiten Slot aktivieren bzw. befüllen. Natürlich kann ich die jetzt nicht zurückbekommen. Das heißt, da bin ich noch ein bisschen zu schauen, okay, wie ist es am sinnvollsten? Wann tue ich was wie rein? Und hier ist zum Beispiel jetzt die Strategie zu überlegen, Moment mal, also hier ist es sinnvoll, dass ich Items spezialisiere. Das heißt, den brauche ich, also Damage ist jetzt im Moment nicht so wichtig gerade. Dann kann ich den ja unequip machen und kann Item, indem ich dann später vielleicht sogar mehrere Cargo Spend Boni drin habe, aktivieren zu dem Zeitpunkt, wo ich es brauche, weil ich aktiviere die vor allen Dingen jetzt und auch hier die beiden hohen, weil ich habe hier noch einen etwas niedrigeren, aber ich kann ja nur zwei Batterien reinnehmen, das heißt einmal die und einmal diese hier. Und was bedeutet das jetzt oder was passiert an der Stelle? Hier, für den nächsten Sentinel Reset habe ich aktuell 332 Sentinel Points und gleichzeitig brauche ich für den nächsten Spend 1 hoch 14. So, mein nächstes Net Nurse kostet mich 4,5 hoch 13. So, jetzt habe ich aber ein 6,5, also 6500, also 65-fach. Das heißt, wenn ich jetzt das eine Item oder das eine Feature noch kaufe, habe ich bereits zwei weitere SP-Points, obwohl das eigentlich nur die Hälfte von dem war. Also ich weiß gar nicht, wie hoch die Spend-Cargo jetzt sind, aber auf jeden Fall ist dieses Spend-Cargo eben der Faktor hierfür. Das heißt, ich muss sehr viel weniger Cargo ausgeben, um hier Sentinel-Points freizuschalten. Also deswegen ist es ziemlich gewichtig, sowas zu machen. So, jetzt habe ich mal die Frozen-Cargo auch zurückgeholt, eben einmal vor dem Sentinel-Reset und nur dann, wenn ich Cargo ausgebe. Deswegen bin ich jetzt auch dazu übergegangen, eben diese Batterien zu sparen, sie nur alle paar Tage oder je nachdem, wie viel Cargo halt zusammengelaufen ist, weil ich habe jetzt die letzten Tage einfach akkumuliert hier auf den heutigen Reset hin. Und da ich jetzt nicht vorhatte, hier irgendwas Spezielles noch freizuschalten, ging es mir vor allen Dingen darum, die Cargo anzusammeln und jetzt eben in einem Rutsch die ganzen Cargo auszugeben. Ein, zwei Features sind, glaube ich, noch ganz gut zu erreichen, die ich jetzt hier wieder machen werde. Einmal die Color Crystals.
Da muss ich natürlich noch eine ganze Menge kaufen. So viel muss ich dafür nicht ausgeben, weil so viel brauche ich nicht. Ich brauche ja nur 1 Million. So, gucken wir mal. Also 1000, 10.000, 100.000, 1 Million. So, 1 Million will ich kaufen. Jawohl. So, 1, Dings. So, dann noch 1 Million. Und ja, dann hauen wir einfach noch 1 Million auf den Kopf. Bei 2,16 ist es wurscht. Und dann habe ich den Art Designer auf jeden Fall abgeschlossen. Der Damage Multiplikator ist für diesen Teil auf Maximum. So, Transfers und so weiter. Also bei den anderen Kills kommen von alleine. Muss ich einfach weiterlaufen lassen. Die Klicks habe ich ja bereits auf Maximum. Weapon Levels kommen auch letztlich automatisch durch den Einkauf. So, Boss-Kills kommen auch sozusagen von alleine, einfach durch die Durchläufe. Transfers ist auch notwendig. Im Moment ist es so, ich kann den Transfer-Timer maximal auf 27 Minuten runtersetzen. Das heißt, das Niedrigste, was ich hier im Moment mit dem Quacking-Timer-Protokoll, also hier 27 bis 2,43. Und im Moment bräuchte ich eigentlich weniger als 10 Minuten für einen so einen Durchlauf, bis der Bonus für die Sektoren auf Maximum ist, weil ja leider dieser Bonus ziemlich genervt wurde und ich deswegen eigentlich nur noch 2000 Sektoren brauche, um da den Maximalbonus zu erreichen. Deswegen will ich den auf jeden Fall weiter runtersetzen, aber ich werde ja auch gleich genug Sentinel Points haben, um da einiges einzukaufen. So, für die Feature werde ich gleich noch ein bisschen ausgeben, mal gucken, ob noch woanders was Wichtiges ist. So, Max Computed Sektor und so weiter, das sind auch alles Sachen, die ich dann durch Fortschritte und so weiter erreiche. Genau, MK Upgrades, das brauche ich dann auch nochmal. Und zwar, da soll ich auch letztlich 1 Million zusammenkaufen. So, hier stehe ich jetzt bei 1 Million, also kaufen wir 1 Million MK Upgrades. Und das war's. MK Upgrades ist auch auf Maximum. Cargo Spend und MK Rerolls hat man beim letzten Mal schon vervollständigt. Das ist weiterhin maximal. UPS Man Cargo Spend ist auch auf Maximum. So, Sentinel Level, das werde ich nicht auf Maximum reichen, weil bis 15 sind da einige 100 Sentinel Points auszugeben. Die werde ich auch jetzt beim Reset noch nicht zusammenbekommen. Das heißt, ich kann tatsächlich die restlichen Cargo Sachen für die Feature ausgeben. Also gucken wir mal, dass wir die Unlock Feature noch ein bisschen hochbekommen. Es gibt ja aktuell nur 364. Und mal gucken, wie weit ich da jetzt komme. Ganz nach oben werde ich es da auf jeden Fall noch nicht schaffen. Aber ich habe eh nichts anderes mehr vor mit der Kohle, weil ob ich da jetzt noch irgendwas auflevel oder nicht, ist grob wie gesprungen. So weit. So, mal gucken, bis wie weit bin ich denn jetzt gekommen? Echt, mir fehlt nur noch das letzte Feature. Nee, das kann doch nicht sein. Warum wird mir das dann hier nicht angezeigt? Oder habe ich doch alle Feature freigeschaltet und das andere sind irgendwelche Secrets, die noch nicht. Nee, 353. Da stand doch was von 364 vorhin. Wieso werden die hier nicht. Ah, okay. Da war die Anzeige nicht ganz korrekt. Okay, also bis 3,54. Das heißt, mir fehlen nur noch 10 Features, zumindest um die einmal zu freizuschalten in der Hinsicht. Das heißt natürlich nicht, dass die hier alle schon aktiviert oder verwendbar sind. Das ist an der Stelle noch gar nicht so weit möglich. Bevor ich resette, noch ein bisschen zur Strategie-Update. Also hier habe ich mir erstmal als Gruppe 1 vorbereitet. Ihr seht zum Beispiel hier, ich benutze aktuell kein Overdrive mehr. Das ist deswegen, weil ich inzwischen ein bisschen rumexperimentiert habe und ja, mit dem Handshark und Kombination mit dem Empty Room. Der Empty Room ist ja nur aktiv, wenn ich tatsächlich Overdrive auf 0 habe. Und hier bekomme ich jetzt aktuell einen Bonus von 170 als Exponent. Das heißt, dieses ganze Overdrive-Zeug lohnt sich nur, wenn ich damit einen höheren Bonus erreiche, als ich aktuell letztlich mit dem Empty Room möglich ist. Das müsst ihr euch ausprobieren, wie weit ihr kommt, wie weit die Update-Boni so greifen. Und zwar nicht allein deswegen,
Klar, wenn ihr jetzt einfach nur den Overdrive abschaltet und Empty Room nutzen könnt, ist es unwahrscheinlich, dass das ausreicht, dass der so einen hohen Schadensausgleich hat. Was hierfür noch viel entscheidender ist, ist, mal gucken, wo steckt das? Das ist nicht hier, das habe ich, glaube ich, in Gruppe 2 drin. Und zwar gibt es einen Schadensmultiplikator, der eben anhand der deaktivierten Features Schaden ermöglicht. Also das ist MPCity. Deswegen, hier habe ich in Gruppe 2 mal zusammengestellt, so verschiedene Features, verschiedene, genau, doch, Features ist der Richtname. Also hier habe ich mal verschiedene Features zusammengestellt, die einen nicht nur eigenen, also nicht nur auf sich selbst bezogen, zum Beispiel Level-Multiplikator, sondern auch externe Elemente haben. Also der ist eben MPCity, Damage-Bonus, der Cargo ist, weswegen es sich lohnt, eben ein Frozen Cargo einzurichten und beizubehalten. Dann hier zum Beispiel ein L-Cargo-Bonus anhand der Max-Features. Deswegen lohnt es sich auch, unsinnige Features, die man dann deaktiviert, zu maximieren, damit sie hier einen Multiplikator abwerfen. Dann hier Total Features Level, eben auch wieder so viele Features wie möglich kaufen, um den HT Damage hochzubekommen. Auch wieder Maxed Features für Money Bonus, Total Achievements, eben auch wieder, warum ich da den Achievements ebenso hinterher bin, für Damage Bonus. Dann hier MK-Upgrades, da bin ich jetzt nicht im Spiel hinterher, das ist eher so ein Nebenschauplatz, aber auch hier gibt es eine sinnvolle Ergänzung, MK-Upgrades zu kaufen. Dann hier wieder Total Feature Level, Cargo Spend, um Money zu pushen, Total Weapon Levels, um Feng Shui, um Damage zu pushen, Ship Explosions, dann hier die Total Color Crystals, die dann auch wieder einen Bonus von 10 letztlich an der Stelle im Moment haben. Gut, ich habe das ja nicht allzu weit ausgebaut. Lässt sich also auch noch mehr investieren. Dann hier anhand der Transfers. Und hier ist zum Beispiel, genau, der Boxmaster, das ist er. Hier habe ich nochmal einen Exponenten hoch 41 aufgrund vieler deaktivierter Features. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eben Overdrive nicht verwende, kann ich die ganzen Teile hier, die Overdrive irgendwelche Multiplikatoren ermöglichen, deaktivieren. Ebenso kann ich, deswegen habe ich die hier drin, Boss-HP zum Beispiel, da ich sowieso genug Damage habe, lohnt es sich nicht, die Boss-HP aufrechtzuerhalten oder halt die Boni, die es dafür gibt. Das heißt, je mehr Feature ich deaktivieren kann, desto mehr booste ich dann natürlich wieder dieses besondere Feature, dieses Boxmaster. Genau. Und der Effekt ist halt nicht zu verachten. Also klar, für Déjà-vu mit 45.000, das wäre jetzt zu wenig. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt einen Schadensmultiplikator hätte, wie ist dann, gehen wir nochmal hier rein. Also wenn ich das jetzt disable an der Stelle, dann lädt sich das natürlich wieder auf. Und dann ist hier der Damage nur 1. So, den 1er Damage aber, den kann ich, wenn ich den deaktiviere, kann ich hier sofort 2 10er Potenzen gewinnen. Allein einfach, weil dieses Disable Boni, also ich schalte es nochmal aus, gehen wir nochmal in den Disable Bonis rein. Boxmaster ist jetzt bei hoch 43. Wenn ich es wieder einschalte, jetzt müssen wir gucken, genau, Empty Room war das, dann habe ich hier halt einen Faktor von 42, also eben aktuell tatsächlich ein Faktor, eine 10er Potenz, die jedes deaktivierte Feature ist. Das heißt, wenn euch ein deaktiviertes Feature weniger als eine 10er Faktor kostet, dann ist es vielleicht sinnvoll, das Feature zu deaktivieren, statt es einfach mitlaufen zu lassen. Gut, aber den schalte ich jetzt wieder aus. Und ihr seht hier zumindest den Unterschied, wenn es sich eingependelt hat, ein 11.142
11.143 ist natürlich jetzt, weil das Autobuy wiederum aktiv ist. Das ist auch noch so eine Sache, dass manche Boni nur da sind, wenn ihr eine längere Zeit kein Autobuy laufen lasst. Weswegen es eben doch hier teilweise schwierig ist, diese Rücksetzfunktionalität, die über die mit dem Boss Retry und Transfer und Retry funktioniert. Deswegen habe ich die zum Beispiel auch alle deaktiviert. Wir sind auch hier in der ersten Gruppe drin. Also die Feature, da ich sie sowieso nicht verwende, Boss Retry, also Feature Nummer 52 und Transfer und Retry, wenn ich die zum Beispiel einschalte, das niedrigste ist 5, was ich maximal einstellen kann. Und das andere hier war, glaube ich, aber auch das niedrigste, das ist dann 5 gewesen. Mal gucken. Weil die Schwierigkeit an der Stelle ist, genau, das niedrigste ist 5 an der Stelle. Dadurch, dass hier sich die DPS in der Form schwankt, wie sie es halt nun mal tut, funktioniert dieser Mechanismus. Also ich habe zumindest noch keinen Weg gefunden, wie ich es sinnvoll nutzen kann, dass er tatsächlich irgendwie schnell durchläuft, bei dem Boss stecken bleibt. Das Problem ist ja, der würde bei dem Boss, da habe ich jetzt zum Beispiel die Multiplikatoren, dass ich mehr Zeit beim Boss habe, auch deaktiviert, weil ich will ja eigentlich, dass der so schnell wie möglich beim Boss scheitert, dann runtergehen würde, kurz Grinding macht, dann wieder zum Boss hochgeht, scheitert, bis er dann den Reset macht, weil wenn er in den Sektoren festhängt, soll er nicht allzu weit kommen. Das Problem habe ich jetzt dann, wenn ich hier tatsächlich ans Limit komme, dass der durch diesen, also hier ein 10er, also 4 10er Potenzen Sprung in der Damage, die dann auch teilweise hin und her springen kann, das heißt, der pusht dann vorne nach irgendwas, dann fällt er auf den Sektor vor dem Boss eventuell zurück und dann schafft er da überhaupt nichts. Also das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn das hier tatsächlich hoch und runter sind. Und da sind halt verschiedene Mechanismen, die dort halt per Zufall aktiviert werden oder wenn dann hier die Fähigkeiten aktiviert werden und die dann wieder auslaufen, dann habe ich eben dieses Problem, ich hänge in dem Level fest, aus dem ich, dass ich dann nachher nicht wirklich bewältigen kann. Also gehen wir weiter hier in der Liste. Genau, Boxmaster hat man jetzt. So, dann hier ist wieder MK-Upgrades. Und hier beginnt auch, deswegen habe ich die eigentlich in die dritte Gruppe reingenommen, nämlich Faktoren, die mit dem Sentinel-Level zusammenhängen. So, dann gibt es hier noch Min- und Max-Level, die hier, beziehungsweise Weapon-Level, die hier eine Rolle spielen und dann auch Damage ermöglichen. Deswegen ist es hier zum Beispiel interessant, dass das Min-Weapon-Level, also dass man die nicht zu weit auseinanderlaufen lässt, weil sonst hat man da natürlich einen deutlich geringeren Bonus. Jetzt sind bei mir alle Waffenlevel gleich hoch mitgezogen, weswegen ich hier auch einen entsprechend hohen Bonus habe. Hätte ich aber zum Beispiel nur eine Waffe aufgelevelt, wenn man zum Beispiel nur mit HT arbeitet, ist ja auch eine Konstellation, dass man sagt, okay, Heavy Turret, das ist das einzige Schadensmacher und alle anderen machen eh keinen Schaden, dann muss ich sie auch nicht kaufen. Und dann wäre es aber sinnvoll, das Feature wahrscheinlich einfach zu deaktivieren, weil wenn die bei 1 sind als Min-Level, dann kommt da nicht viel bei rum. So, hier haben wir die Boss-Kills, hier ist genau, hier ist wieder das Sentinel-Level mit drin. So, hier auch. So, der gehört in die dritte Gruppe. Der ebenfalls. So, hier Alien-Kills, Double Whopper sind auch wieder die Max-Features wichtig. MK-Upgrades nochmal, ebenso MK-Upgrades und Drohnen-Item-Level. Also das heißt, die Sachen, die ich bei der Drohne insgesamt an Leveln ausgegeben habe schon wieder. So, und dann nehme ich eben in Gruppe 3, wie gesagt, das sind alles Sachen, da spielt jetzt das Sentinel-Level selber schon eine Rolle. Das ist erst in ziemlich hohen, also bei 197 ist hier jetzt das erste Feature, was das Sentinel-Level berücksichtigt. Und also hier zum Beispiel Transfer Distance Bonus Max ist dann auch wieder ein Effekt, wo das Sentinel-Level mit reinspielt als direkter Multiplikator. Das heißt, das sind natürlich Sachen, da werde ich jetzt auf jeden Fall schauen, dass ich eben das Sentinel-Level weiter mit hoch pushe. Einfach um diese hohen Feature dann hier weiter zu stärken.
und dort den Sentinel-Multiplikator hochzubekommen. Auf jeden Fall Duration-Bonus, der jetzt schon hier auf Maximum ist. Das heißt, im Moment mit Sentinel Level 5, gut, mit Sentinel Level 6 kommt da jetzt nicht so viel zusammen. Wenn Sentinel Level jetzt auf 10 ist, würde sich der Wert halt verdoppeln. Hier habe ich jetzt schon 150 und das Ding ist noch nicht ausgemaxt. Aber ja, also nochmal einfach so ein kleiner Blick darüber, wie wichtig ist es, sich zu überlegen, welche Features und welche Funktionen man wirklich aktiviert und dann Vorteile daraus sieht, dass man Sachen, die man nicht nutzt, auch tatsächlich dann disabled, damit sie halt auch dort einen weiteren Bonus bekommen oder weiteren Damage-Bonus ermöglichen. Soweit also zu den Features. Ich werde jetzt mal noch die restlichen die restliche Kohle hier auf den Kopf hauen. Danach, da sowieso gleich der Reset kommt, ist es egal, worin ich die jetzt eigentlich ausgebe. Ich kann die einfach hier in irgendwelche von diesen Massenteilen ausgeben. Und dann mal schauen, wie viele Sentinel-Level jetzt noch dazugekommen sind. So, das heißt, hier jetzt bin ich eh schon in einer Größenordnung, wo die normalen kleinen Boni bereits dazukommen. So, das ist jetzt nicht mehr so interessant dann. Also Sentinel-Level, also 470, das heißt, es sind nochmal über 140 oder knapp 140 dazugekommen. Das heißt, da ist der Sentinel-Reset jetzt auf jeden Fall sehr lohnend. Als erstes werde ich mir jetzt hier aber mal die Batterien wieder rausnehmen, damit die nur einen Zähler verlieren. Das heißt, sie sind jetzt mit 7 und 9. Okay, hier habe ich jetzt ein neues Teil noch bekommen, eben wieder mit dem Empty Socket. Und da kann ich das hier jetzt auch wieder rausnehmen, wo ich jetzt den Cargo Spend Bonus drin hatte und kann da jetzt den Damage Multiplikator wieder reinnehmen. So, den wieder aktivieren. Und hier schon mal, das kann ich natürlich auch nach dem Reset noch machen, aber hier kann ich schon mal wieder weitere Upgrades aktivieren. Bin jetzt gerade dabei, eben hier den 130er zu machen. Das ist auch aus meiner Sicht auch ganz sinnvoll, hier durchaus eine Bandbreite zu haben, weil je höher ich die habe, es ist ja so eine Wahrscheinlichkeit, dass zwischen Min und Max irgendwie, leider steht das hier irgendwie nicht so als Information, weil da würde ich schon gern noch irgendwie eine Zusatzinformation haben, wie sich das jetzt genau berechnet. Aber ich gehe davon aus, dass an der Stelle tatsächlich eben so eine Wahrscheinlichkeit zwischen dem Min- und Max-Wert oder der Durchschnittswert, hatte ich irgendwas gelesen, oder ich glaube, es stand hier dann drin, dass der Durchschnittswert, mal gucken, irgendwo bei dem Drohnen-Rework, dass der Durchschnittswert dann gezogen wird. Genau, Average Level of All Equipped Items, including Empty Slots, including Batteries. Also Batterien zählen nicht dazu. Aber wenn ich einen leeren Slot hätte, der würde es natürlich dann ziemlich nach unten ziehen. Das wäre ziemlich schlecht. Und genau, neue Items und Batterien sind im Range von 85-95% vom Durchschnittslevel. Das heißt, in der Hinsicht ist es natürlich interessant, dass ich hier ein paar niedriger habe, die dann automatisch dadurch hochgezogen werden, dass ich natürlich die hohen drin habe. Und ich muss dann die nicht extra aufleveln, sondern ich kann warten, bis ich hier ein passendes Item bekomme, das hier deutlich näher in dem Bereich liegt zum Durchschnitt hin. Und dadurch wird der Durchschnitt dann automatisch nach oben gezogen. Also auch nochmal so die Möglichkeit, hier ein paar Items oder ein paar Upgrade-Sachen aufzusparen. Nicht alles manuell hochzuleveln, sondern einfach dann ein bisschen auf den Zufall zu hoffen und zu warten, dass da höherstufige Items einfach ausgespuckt werden. Gut, aber soweit nochmal zu den Drohnen. Was auch noch wichtig ist, es gibt aktuell noch bis Ende Februar ein Drohnen Restoration Event, weil natürlich durch dieses Ummodeln einiges an Drohnenleveln und so weiter eingebüßt haben. Und einfach um das ein bisschen zu kompensieren, was die Leute durch da schon aufgebaut hatten, ist jetzt da dieses dieser Vierfach-Multiplikator für Weapon Points, die man eben erbringen kann, und 100% Bonus auf die Generation hier pro Stunde. Im Moment habe ich 14,5, das wird gleich ein bisschen weniger sein, weil ich glaube, eins von den Features ist ja auch ein Multiplikator drin gewesen.
Und eine Sache, die ich mal allgemein noch in die Runde fragen will, weil im Moment habe ich noch nicht den Eindruck, dass dieses 137er Feature, mal gucken, wo ist es, dass das tatsächlich greift. Also ich habe im Moment noch nicht den Eindruck, dass ich 6 pro Tag bekomme, sondern im Moment weiter nur 5. Ich weiß nicht, ob das bei jemand anders besser funktioniert, ob man da, ob ihr da schon Erfahrung gemacht habt, ob ihr tatsächlich diesen zusätzlichen Coin pro Tag bekommt. Also ich habe im Moment den Eindruck, es sind weiterhin normalerweise nur 5, die ich bekomme. Aber ich werde das jetzt mal noch weiter beobachten und schauen, wie viel da tatsächlich auflaufen. Also, jetzt zum Sentinel Reset. Wir haben 470 Punkte auszugeben. Jawohl. Fangen wir von vorne ein. Ja, ich weiß, was ich tue. Hoffe ich jedenfalls. Gut, so das andere da drüben, das kann von alleine laufen. Autobuy ist sowieso nicht enabled. Gut, stellen wir dir hier mal die Waffen zur Verfügung. Weil Sentinel Level gibt mir da anscheinend auch schon einige Boni. 1500, also ja, also das war ja auch ein Rework, dass es jetzt diesen Reset Protocol mit den Starting Assets gibt. Da hat sich auf jeden Fall deutlich was geändert. Die sind anscheinend deutlich stärker geworden als das, was vorher der Wert war. Finde ich ja auch schon ganz okay. Okay, da ist er wieder jetzt nicht am aktuellen Punkt. Weil das ist so ein bisschen, da hängt was, das funktioniert das noch nicht ganz. Das ist noch irgendein Bug nach einem Sentinel-Reset, das mit dem Sentinel-Level das nicht sauber übergeben wird. Aber jetzt läuft er, denke ich, ganz gut los. So, der Kompass und der Jack Coolbox und das andere dann wieder aktivieren. Und ja, das andere lasse ich erstmal jetzt so stehen und wir widmen uns jetzt erstmal den Sentinel-Elementen. Also die beiden sind sowieso noch ziemlich weit auflevelbar. Da kann ich noch 1 Million Punkte drin versenken. Das werde ich jetzt natürlich nicht machen. Das Caravan-Protokoll werde ich auf jeden Fall anheben, wenn auch nicht auf Maximallevel, weil 500 ist mir dann doch noch ein bisschen zu viel. Aber ich werde es mal bis Level 10 jetzt erstmal aufleveln. Das hier ist schon spannender, der Feature-Preis, dass der gesenkt wird mit Level 25 und 2. Das heißt, es kostet gerade mal 50 Punkte auf Max. Das heißt, da werde ich auf jeden Fall das auf Maximum setzen. So, das heißt, damit habe ich 78% Nachlass aktuell. Und ich werde natürlich hier auch noch Sentinel-Level kaufen, aber das kommt später. So, dass ich den Sentinel-Starting-Sektor zusammen kombinieren kann, weil im Moment läuft das alleine und der ist eigentlich nur einmal jetzt beim Restart nutzbar. Außer ich aktiviere jetzt eben dieses Sentinel-Protokoll für das Portal-Protokoll. Das heißt, der nach dem Neustart greift das ebenfalls. Das heißt, die beiden sind dann verbunden und ich kann die sozusagen in Kombination nutzen. So, das Quarking-Timer-Protokoll habe ich ja gesagt, das will ich auf jeden Fall stärker nutzen. Und hier ist der Preis noch 44 zusätzliche Punkte, um das auszumaxen. Und das heißt, ich habe jetzt einen Transfer-Timer zwischen 5 und 480 Minuten. Das kann ich dann auf jeden Fall sehr sinnvoll nutzen. So, der Autoklicker, da ist es ja jetzt so, dass es auch Autoklicker gibt, die durch die Features aktiviert werden können. Da kann ich mal noch auf eine Stufe höher gehen, beziehungsweise mal bis Stufe 5. Mal gucken, vielleicht maxe ich das auch noch aus. Postman-Protokoll werde ich auf jeden Fall auf Max-Level machen, weil, wenn ich es habe, warum nicht 75% mehr mitnehmen. Das ist schon ein bisschen teurer, aber auch hier die MP-Regeneration-Rate auf jeden Fall auf maximieren, das 25% Bonus. So, für die brauche ich jetzt Level 10 und Level 13, das heißt, die werde ich jetzt wahrscheinlich noch nicht komplett bekommen, weil das hier halt ziemlich schnell anzieht. Aber auf jeden Fall so noch mal ein paar Boni zusammenkommen. Also jetzt werde ich nicht die 83 Punkte gleich noch ausgeben, um das Sentinel Level 8 zu erreichen, sondern wenn, dann lieber hier noch weiter in Cargo investieren. Und dann gebe ich auch hier noch auf Level 10. Dann habe ich 10 Autoklicks pro Sekunde.
die dadurch dazukommen. Und dann werde ich die restlichen Sentinel Points, ja, werde ich jetzt mal hier noch ein bisschen was reingeben, weil klar, auch da kann ich einen leichten Bonus gebrauchen. Auch wenn sich das natürlich im Verhältnis nachher ziemlich abschwächt, aber 10er Potenzen sind 10er Potenzen und dann kann ich die restlichen jetzt in das El Cargo investieren und bin dann auch gar nicht mehr, naja, doch noch ziemlich weit entfernt. Also ich bin mal gespannt, wie viele Sentinel Points beim nächsten Mal anfallen, weil zum Glück ist es nicht so, dass diese Cargos hier sich immer verdoppeln, wie zum Beispiel bei Clicker Heroes war es ja für die Antika-Seelen, die dann nachher für die Outsiders gesammelt werden konnten, dass sich die Heldenseelen, die dafür benötigt werden, jedes Mal verdoppelt haben für die nächste. Hier scheint es sehr, sehr viel gemächlicher anzusteigen. Und ja, mal sehen, wie viel das beim nächsten Mal zusammenkommt. Und 1 Million können hier versenkt werden, 1 Million können hier versenkt werden. Dann kann das Sentinel-Level hier wahrscheinlich unbeschränkt, oder ich weiß nicht, ob es hier ein Maximal-Level gibt. Hier ist es jedenfalls recht überschaubar, das kostet nur 500. Autoclicker-Protokoll ist auch überschaubar. Das sind maximal 60 Sentinel Points, die ich da noch einbringen kann. Und ansonsten hier nochmal 250 und hier 100. Aber bis ich Level 13 erreicht habe, muss ich hier noch ein paar hundert investieren. Also mal schauen, wie dieser Durchlauf läuft und wie gut das alles dann klappt. So, jetzt kann ich auf jeden Fall erstmal hier. Ich habe jetzt hier schon einige Features automatisch wieder bekommen. Da werde ich gleich mal ein bisschen was aktivieren, aber erstmal so niedrig wie möglich, einfach nur damit die im ersten Level ja, funktionieren, ohne dass ich jetzt gleich schon meine ganzen ja, Cargo ausgebe, sondern dass ich dann noch ein bisschen schauen kann, wo ich die genauer investiere. Aber auf jeden Fall, ich glaube, das Autobuy war jetzt gerade schon dabei. So, das Einzige, was ich dann schauen muss, ob ich hier jetzt schon Unfugsdinger drin habe, die ich dann lieber deaktivieren sollte. Ah ja, genau. Also das war das, was ich vorhin gesagt habe, wenn man zum Beispiel nur HT-Shooting verwendet, dass man da dann viele andere Sachen abschalten kann. Aber ich natürlich HT-Shooting abschalte. Und das bleibt dann bei mir disabled. So, da sind erstmal ein Haufen Features wieder aktiviert, natürlich jetzt noch nicht selektiv ausgewählt, das werde ich dann später wieder machen, da muss ich jetzt keine großen Erläuterungen geben. Jetzt eher mal hier schauen, das Auto-Buy ist enabled, Intervall werde ich natürlich später noch zurücksetzen, mal gucken, wie weit ich mir leisten kann und hier dann, ja, dass da in 100er Schritten gekauft werden kann. Und achso, habe ich den bei Reassemblies, Autobahn Reassemblies ist auch schon aktiviert, das heißt auch da kann er dann jetzt nachkaufen, sobald die Kohle dafür da ist, dann müsste er eigentlich bald sein, aber es dauert natürlich jetzt 20 Sekunden, bis es ausgelöst wird, weil es noch nicht so hoch eingestuft ist momentan. So, Max kann ich gleich schon mal ausblenden, aber was ich noch gucken wollte, ist die Funny Sachen. Okay, da ist noch nichts aufgetaucht, gut so. Dann kann ich mal schauen, dass ich hier noch ein bisschen, ah ja genau, ich kann die Weapons mal noch schon aktivieren. Weiß gar nicht, wie teuer da die größten sind. Und natürlich noch ein paar Features reinholen. So, auch zumindest bis 5. Weil wenn ich schon die Kohle da habe. Und das heißt, ich starte jetzt bereits schon mit dem Transfer. Also der Reset wird dadurch auf jeden Fall um einige schneller. Aber ich muss hier natürlich jetzt aufpassen, dass ich hier den Reset runtersetze, weil sonst lande ich nachher in einem Level, in dem ich wahrscheinlich überhaupt nichts schaffe. Aber ich gehe mal auf 10.000 erstmal. Genau, also Sentinel Starting Sector Link ist enabled, das heißt beide werden dann kombiniert, gehe ich davon aus. Aber es wird ja eh nicht von alleine zurückgesetzt, sondern es ist ja nur, wenn ich das dann auslöse. Genau, hier noch ein bisschen die Sachen kaufen. Bis es auch irgendwo auf den 6er Bereich zukommt. Und dann werde ich die ganzen auch nochmal aufkaufen. Also das geht ja echt zügig dann, jetzt hier die neuen Features zu reaktivieren. Okay, da sind jetzt schon ein paar dazwischen. Aber hier ist eben so ein Autoclick-Dings. Der ist dann schon auf Maximum. Das heißt, ich habe jetzt 15 Autoclicks pro Sekunde. So, da dürfte natürlich schon einiges dann dabei sein. So, 1 hoch 6 werde ich auf jeden Fall schon mal in den Frozen-Bereich dann parken. Ach so, genau, dann kann ich jetzt nochmal nachschauen, weil natürlich, normalerweise hätte ich jetzt noch nicht 44.000 zur Verfügung.
Das heißt, das muss durch den Link sozusagen funktionieren. Nehmen wir das nochmal raus. Genau, das heißt 101 ist eigentlich das aktuelle, was ich erreichen kann. Das heißt, durch den Link steht mir das letztlich an der Stelle zur Verfügung. Aber ich lasse es erstmal auf 10.000 stehen. Dann geht er wahrscheinlich nicht auf 11.000, sondern auf 10.000, aber ist ja okay. Aber hier kann ich mit Sicherheit einstellen, dass er beim nächsten Mal 10.000 nimmt, weil nach dem Sentinel Reset sah das jetzt ziemlich gut aus und ziemlich entspannt, was hier die Level angeht. Vor allem, wenn ich so einen riesen Cargo-Bonus bekomme mit den Leveln, die ich aktuell habe. So, bin ich jetzt hier schon durch? Nee. And you do not update. Okay, das ist schon wieder dieses Dingsbums. Das muss ich dann deaktivieren, diese Warnung. Jedes Mal, wenn ich halt irgendwelche Sektoren hochlevel, weil eigentlich habe ich es ja eh statisch eingetragen. Das heißt, mit dem Hochsetzen der Level passiert da erstmal gar nichts. Also, habe ich jetzt Funnies drin? Ja, also die Funny kann ich schon mal disablen. Aber halt später dann ausmaxen, damit ich eben die anderen Boni bekomme, die ich vorhin gezeigt habe. So, jetzt werde ich dann anfangen, hier das Ganze ja erstmal auf die Damage hochzubringen, dass ich da die ersten Sachen aktiviere. So, Money per Click ist schon dann ausgemaxt. Da kann ich dann schon einige loswerden. Ich habe jetzt eigentlich 1000 und alles, was hier natürlich unter 1000 steht, ist dann schon abgeschlossen. Weil manche haben da tatsächlich einen ziemlich niedrigen Multiplikator, ja, Preisformular 2. Und, ah ja, genau, ich habe ja dann noch den Rabatt jetzt mit 78% oder bis wie viel sind die jetzt insgesamt? 81%, also 81% weniger, dass die Upgrade-Kosten vorhanden sind. Das ist mir vorher noch gar nicht so aufgefallen, aber das ist natürlich auch wieder ein gravierender Unterschied. Ob ich hier jetzt letztlich für das Ausmaxen, das heißt 2 bräuchte ich pro Level, das heißt eigentlich 2000 oder ob ich 368 ausgebe. Das gefällt mir natürlich an der Stelle schon mal sehr gut. Da kann ich auch die ersten 100.000 dann voll machen und eigentlich auch Maximum Level aktivieren. Genau, dann kann ich den Distance Bonus, da kann ich mal hier in das Log Cargo reinschauen, dass ich hier natürlich möglichst das Maximum gleich raushole. So, der Transfer-Bonus auch gleich und Transfer-Duration, naja gut, der wird nicht greifen, weil den werde ich dann, weil ich werde das natürlich nicht so lange durchlaufen lassen. Ah genau, ich wollte ja noch ein bisschen was in Frozen Cargo reinsetzen. So, ja, jetzt habe ich schon 1 hoch 8 und von den Sektoren bin ich da jetzt schon wieder auf Maximum, weil im Moment habe ich da wahrscheinlich einen ziemlich niedrigen Wert. Transfer Distance Bonus Max, nee, ist 1025, also da kann ich noch ein bisschen laufen lassen. Okay, da ist natürlich sinnvoll, erstmal die Wave-Sachen dann einzusammeln. Okay, gucken wir mal, ob ich im... Ja, das ist natürlich auch der Punkt. Wenn ich jetzt auf 10.000 springen will, habe ich ein Problem, weil ich erst nach 100 Sektoren zurücksetzen darf. Das heißt, ich müsste den jetzt doch nochmal runtersetzen auf 1200... So, dann kann ich zumindest jetzt nochmal resetten, jawohl, und kann mir die 2 hoch 8 gleich nochmal nutzen, um die auszugeben. So, das sollte er ganz gut hinbekommen, dass er da schnell einen Instant Kill und so weiter bekommt. Genau, da wäre zum Beispiel das Auto-Buy wichtig, hier das Auto-Buy-Intervall schon mal runter zu pushen. So, dann ist es nämlich nur noch auf eine Sekunde und dann geht es sehr, sehr viel flotter, dass die ganzen Sachen hier maximiert werden. Und den Autobuy-Preis machen wir auch gleich mal noch runter. Dann kann der nämlich auch mehr einkaufen. So, also hier Log Cargo als nächstes wieder maximieren. Zumindest soweit es halt hier noch schon geht. Auch hier gilt es noch ein paar. So, ich glaube, die Waffen kann ich dann, genau, die Waffen sind schon alle wieder jetzt komplett aktiv. Als nächstes noch die Mousetrap, also beziehungsweise hier die Features weiter bis 1 hoch 7, also bis sozusagen 10% letztlich ausgegeben sind. Lassen wir die erstmal wieder stehen, kaufen jetzt da erstmal wieder die Anfangswerte, weil die sind natürlich jetzt schon etwas teurer. Deswegen sind hier dann kleinere Werte notwendig. Hier kann ich sogar gar nicht im Moment kaufen. 137 bin ich schon wieder. Okay.
So, Nothing ist natürlich unnötig. Das kommt dann wieder in die Disabled Features. So, also hier ist noch ein Funny jetzt wieder aktiviert. Die kann ich natürlich jetzt logischerweise wieder disablen, weil die will ich nicht drin haben. Achso, die Max muss ich machen, genau. Die Sleep und Knits Mistakes, die kann ich auch disablen, weil die Nachricht brauche ich nicht. Mir ist schon klar, was ich mache. Und außerdem kann ich es ja immer noch jetzt hier einstellen, wenn ich hier unterschiedliche Sektoren oder andere Sektoren erreichen möchte. So, was jetzt auf jeden Fall ist, genau, für die Waves natürlich hier, okay, der Boss-Timer ist uninteressant, die mache ich jetzt schon mal disabled. Waves per Sektor ist schon weg und Chips in Wave kann ich noch runtersetzen. So, das kann ich zumindest maximieren, auch wenn ich es nicht einsetze, ist es ja wieder ein Max-Feature. Was natürlich sehr viel entscheidender werden wird, sind, achso, ist natürlich die Frage, ob ich die jetzt hier schon drin habe. Weil das kommt, glaube ich, erst später, das Feature. Da geht es nämlich darum, dass dieser Ablauf hier natürlich noch schneller ist. Dass ich glaube, Gone in 60 Sekunden oder sowas ist das Feature. Weil leider kann man jetzt hier nicht suchen. Genau, hier. Also das Gone in 60 Sekunden, wo das Delay noch ein bisschen verkürzt wird. Womit eben dieser Durchlauf noch schneller ist. Aber ja, soweit erstmal für heute. Ich werde jetzt weiter dann dran basteln, eben meine ganzen Features oder meine ganzen Sachen wieder aufzuleveln. Und ja, meine Drohne hat jetzt hier schon fleißig Punkte verbraucht. Also die Batterien mache ich jetzt im Moment nur, wenn ich tatsächlich eine neue brauche. Im Moment ist es mir nicht so dringend. Weil ich habe jetzt hier noch genug, die ich mit dem Cargo Spend Bonus dann versehen kann. Und die werde ich im Endeffekt auch erst wieder nutzen, wenn natürlich das mit dem Cargo Spend hier relevant wird, um damit wieder an mehr Sentinel Point zu kommen. Ich bin mal gespannt, wie lange es tatsächlich dauert, da einen ausreichend hohen Wert zu bekommen, der mich dann dort weiter pusht und lohnt, tatsächlich dann zu resetten. Vielleicht schaffe ich ja beim nächsten Mal tatsächlich schon bis Level 13 zu kommen, aber hier, also 81 das nächste, 100 für Level 10, das heißt 181 für die nächsten zwei Level, was dann zumindest für das neue WP-Protokoll, das heißt, wenn ich hier nochmal 250 dann ausgebe, hätte ich das auch schon auf Max. Mal gucken, ob das beim nächsten Mal hinhaut. Also wenn ich so viele Punkte bekomme wie dieses Mal, werde das auf jeden Fall ausreichen. Und dann wäre es natürlich spannend, wahrscheinlich noch so, mal sehen, 120, 140, 160, oder wobei die natürlich schneller ansteigen. Also locker mal wahrscheinlich noch 400 Sentinel Points, die ich dann für die Level 11, 12 und 13 noch brauche. Aber dann wäre es auf jeden Fall genial. Dann hätte ich am Ende nur noch zwei Waves pro Sektor. Das ist schon verdammt wenig. Okay, also soweit für heute von Transport Defender mit einem großen Reset und vielen, vielen Sentinel Points ausgegeben und ich wechsle dann mal zum nächsten Spiel.